Da könnte ich eigentlich hinfliegen, oder? Wenn ich da hochkletter und dann runterspringe und dann mit diesem Schirm und dann einfach da drüber gleiten. Probiere ich jetzt mal aus. An diesen Erdlochhöhlen versucht, um Vorräte zu bergen. Wenigstens einer ist nicht zurückgekommen. Die Vorräte sind sicher noch da drin. Mhm. Also, welche wenn du Vorräte? Eine Runde schwimmen willst, Petri Hai. Okay. Da hinten? Ja. Ja, dann machen wir das mal, ne? Die Schatzsuche. Wir könnten eigentlich, da könnte ich eigentlich hinfliegen, oder? Wenn ich da hochkletter und dann runterspringe und dann mit diesem Schirm und dann einfach da drüber gleiten. Das probiere ich jetzt mal aus. Ja. Alter, bin ich bescheuert oder was? Wie war denn das? Hier, ah, so. Jetzt bin ich natürlich ein paar Meter weiter drunter. Aber das passt schon. Wir fliegen jetzt über den See. Also ich versuche auf jeden Fall über den See zu fliegen. Wow. Hä? Wieso bin ich denn schon wieder tot? Muss ich irgendwo da runter? Nee. So, guck mal. Und dann können wir uns direkt da... Jetzt geht das schon wieder los hier. So, jetzt aber. Dann kommen wir da direkt hin. Mit dem Gleitschirm. Solange ich nicht wieder sterbe. So. Gut. Ist da noch einer drin? Ich befreie dich erstmal. Mächtiger Gott. Danke. Dann machen wir hier nochmal auf. Bringt wahrscheinlich nichts. Einen Vorteilspunkt erhalten. Mhm. Nice. So, renn! Du bist frei! Lauf, du bist frei. Okay, wir sind da. Hier ist die Kiste. Lesen. Rettungsnotiz. Brian hatte einen Funkspruch abgesetzt und gemeint, er sei in ein Erdloch oben am Wasserfall gestürzt. Er klang, als hätte er sich verletzt. Wir konnten nicht auf dich warten. Deswegen sind einige von uns schon mal losgegangen. Folge unseren Spuren und hangle dich die Klippe hoch. Die Höhlen... Wir können schnell vorlaufen, also musst du wahrscheinlich schwimmen. Wir müssen umgehend rein und Brian so schnell wie möglich erreichen. Er verlässt sich auf uns. Rettung unter Tage. Schatzsuche. Ja, wollen wir... Genau. Aha, aha, aha. Muss ich da hoch? Oder wie läuft das hier? Ich guck mal. Ach, da muss ich hoch. Guck mal. Ich hab doch eben da so ein... Eben hatte ich doch hier... Ach da. Dann hangeln wir uns mal hoch und gucken mal. Was da abgeht. Ob so der Haken geht nicht ab. Sieht doch schon mal gut aus. Ich hab schon wieder was gehört. Das Gegner? Guck mal, ich schieß ihn direkt ins Fressbrett, Alter. Ach, Judge ist da drüben. Okay, Judge hat ihn erledigt. Gut, weiter.
Er ist in ein Erdloch gefallen? Ist denn der da hochgekommen, Alter? Haben die alle einen Kletterhaken, oder wie? So, Ort entdeckt. Elend Falls oder so? Irgendwie so. Schon wieder irgendwas gehört hier. Danke. Die leben ja noch. So. Der lebt immer noch, ne? Das tut ihnen überhaupt nichts. Schimmer. Ey, Bär. Warte mal, ich muss mal kurz meine Waffe nachladen. Danach können wir nochmal drüber diskutieren. So, einmal. Zweimal. Alter, wieso hab ich denn da jetzt hier, ne? Hat überhaupt keinen Sinn. So, wir müssen da rein. Ich habe Dynamit auf die geschmissen und die sind nicht gestorben. Das ist doch mal wirklich sehr verdächtig. Finde den Vorrat. Dachte, ich soll hier irgendjemanden retten, Alter. Ja. Okay, wir müssen da rein. Wir müssen wieder schwimmen. Alter, ich muss noch mal Luft holen, glaube ich. Das ist sonst... So. Auf die Plätze, fertig, let's go. Da lang, oder was? Sieht so aus. Also ich weiß nicht mal, wie lange ich hier ohne Luft überleben kann. Okay. Okay. Das hat funktioniert. Hier ist ein Brief. Notiz vom Campingplatz. Es ist noch ein weiter Weg. Dieses Höhlensystem ist größer, als wir dachten. Und außerdem steht es unter Wasser und ist instabil. Brian hörte sich noch schlechter an. Wir verlieren zu viel Zeit beim Anbringen von Kletterpunkten, um weiter hineinzukommen. So, okay. Ich muss da hoch, oder was? Hier ist nichts. Hakenrande. Uiuiui. Das kann ich eigentlich schon wieder loslassen, oder? Gar nicht. Schwing dich mal davor, Freundchen. So. Das sieht doch gut aus. Oha. Glühwürmchen. Noch mehr Glühwürmchen. Ich gucke immer noch, ob hier irgend so eine Sammelsache ist. Die man eventuell noch mitnehmen muss. Ist auch interessant gemacht hier, ne? So. Ich denke mal, wenn ich da runterspringe, bin ich tot. Deswegen hange ich mich mal da über diese Teile. Naja, gut. Eventuell ist man doch nicht tot. Ich wollte es jetzt nicht ausprobieren. Oha! Ja, moin. Wo bin ich? Hallo. Okay, hier ist ein Auto. Also ich denke mal, ich bin auf jeden Fall richtig. Aber die Frage ist, wie komme ich denn hier raus? Da kommen wir raus. Oder auch nicht. Kommt man hier raus? Ja, kommt raus. Hier ist auch wieder ein Brief zum Lesen. Rettungsnotiz. Sieht aus, als hätte das Erdloch schon andere unglückselige Autos gefordert. Wir konnten bei einigen die Bremsen lösen und sie an eine... Gott, oh Gott. Stopp. Was ist das denn? Bringen, was Bremsen lösen,
Wir konnten bei einigen die Bremsen lösen und sie an eine Position bringen, von der aus wir zur nächsten Höhle springen konnten. Brians Funk ist tot. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Ja, das hoffe ich auch. Muss mal kurz hier alles mal abchecken. So. Okay, das haben wir. Wieso stehen denn hier Autos, Alter? Naja. So, guck mal, hier ist die Höhle. Ich glaube, hier sind wir richtig. Rettung unter Tage, abgeschlossen. Krass. So, dann suchen wir erstmal den ganzen Kram hier. Nehmen die Münzen. Hier ist nochmal ein Audio. Okay, hier ist auch noch ein Brief. Gedenkschrift. Hier liegt Brian, Vater und Freund. Du hast ein besseres Grab verdient. Tut mir leid, dass wir dich enttäuscht haben. Ruhe und Frieden. Alright. Alright. So, sammeln wir mal noch den ganzen Kram und dann hauen wir hier wieder ab, würde ich mal sagen, ne? Okay, wir haben alles gesammelt. Okay. Fertig. So, hier geht's wieder raus. Und das war's. Das war's, Freunde. So, da kann man aber nicht runterspringen. Sonst bin ich dead. Okay.